gar nicht umgeschaut. Das holen wir jetzt aber die nächsten Minuten, Stunden nach. Ich merke auch gerade, wie es wärmer wird. Die Sonne kommt durch. Ich nehme an, der Nebel ist in ein, zwei Stunden weg. Das sagt auch die Wettervorhersage. Entschuldigung, die Sonne kommt durch. Und ja, so sind wir jetzt noch 3 Tage auf Vancouver Island. Haben gestern sogar einen Bär gesehen an der Anfahrt. Muss mal gucken, ob wir Aufnahmen davon haben. Und ja, heute ist Sonntag. Morgen sind wir noch hier. Dienstag fahren wir zurück nach Vancouver mit der Fähre. Und am Mittwoch fliegen wir. Das Hotel ist ziemlich cool. Das ist das Black Rock Resort hier. Wir sind auf der einen Seite am Meer, auf der anderen Seite im Regenwald. Und es ist tatsächlich so, während gestern Abend relativ viel Sonne war, es hatte morgen nur dieser undurchdringliche Nebel. Und wir werden das jetzt gleich mal erkunden, indem wir auch zum Beach gehen. Wir sind hier am Visitor Center und gucken uns jetzt heute den Nationalpark an. Wie heißt der noch? Pacific Rim National Park, genau. Und der nette Ranger hat mir hier die Karte gegeben. Und damit fahren wir jetzt 3-4 Aussichtspunkte ab. Bärenspuren. Ja, noch lachse. Noch lache ich. Vor dir steht. Wir sind hier auf dem Rundweg. Wie hieß er? Bog Trail. Und wir haben schon 2-mal große Bärenspuren gesehen im Schlamm. Und hier ist ausnahmsweise mal keiner. Deswegen sind wir jetzt sehr aufmerksam und sehr laut. Wir haben ein bisschen Angst. Hätten doch das Bärenspray kaufen sollen. Ja. Aber was mache ich zu Hause damit? Das war auch schon besser, als wir gestern waren. Die Bäume waren ja doppelt so groß. Das ist der Trail, nehme ich an. Und das ist der Beach. Passieren nämlich an.
necessary, a crew member will instruct you on how to put on a life jacket. In accordance with Transport Canada safety regulations, passengers are required to exit decks 2 and 3 on all lower vehicle decks during the voyage. As a reminder, pets must remain in your vehicle. Spät. Handy voll? Klar. Wo ist mein Handy? Katrin hat sich entschieden, das erste Mal Poutine zu probieren. Poutine ist also Pommes mit irgendwas drauf. Und was meinst du als Nicht-Kanadierin? Okay. Nonverbal war das, glaube ich, es schmeckt mir nicht, aber. Schmeckt wie durchgeweichte Frischen. Mit Mayonnaise oder so? Nee, das ist ohne Käse. Ah, lecker. So eine Art Mozzarella oder Quark. Die Fähre von Nanaimo, Victoria, Vancouver Island nach Vancouver. Und wir sind quasi auf dem letzten Teil unserer Reise. Weil Vancouver werden wir nicht mehr verlassen. Nanaimo, Victoria? Nanaimo, Vancouver Island, so heißt die. Ja. Da auch Departure Bay. Nanaimo, Victoria. Ich weiß. Das wollte ich, glaube ich, sagen. Das ist der letzte Abend in Vancouver. Immer komisch. Ja, guten Morgen. Das ist hier wieder Vancouver. Ich sitze auf der Terrasse unseres Hotels. Und wir sind am Ende der Reise. Wir haben jetzt noch, oh Moment mal, wir haben jetzt noch 2 Stunden hier im Hotel. Bis 13 Uhr dürfen wir tatsächlich gratis Late Checkout. Das finde ich nett, sonst wollen die mal $50 für sowas. Und ja, fahren dann zum Flughafen, tanken das Auto, geben das Auto ab und fliegen nach Hause. Wie war's? Ich habe es gerade zu meiner Frau gesagt, ich hatte Kanada irgendwie, ich weiß auch nicht, authentischer oder so erwartet. Es ist schön hier, es ist nett, aber es ist nicht wild ursprünglich und ganz anders als die Vereinigten Staaten, das täuscht. Die Nationalparks waren relativ voll, fand ich. Vancouver Island war schön, lag aber auch im Hotel. Die Nationalparks waren auch voll. Ich weiß nicht, ob es an Covid liegt oder an was anderem. Jedenfalls waren überall immer die Parkplätze voll, viele Leute unterwegs, wo du gedacht hast, na, ist jetzt zwar nett mit Natur und so, aber wenn jetzt alle hingehen, wie läuft das? Naja, aber sonst, klar, Vancouver muss man mal gesehen haben. Seattle hat mein Haus am See, auch sehr schön. Vielleicht sind wir ein bisschen viel Auto gefahren für 3 Wochen, aber auch das gehört dazu bei so einem Trip durch Nordamerika. Und das war Kanada. Ich kann es empfehlen. Ich würde mich das nächste Mal mehr konzentrieren. Beziehungsweise, wenn es geht, natürlich in der Nebensaison fahren, was ich in der Regel nicht kann. Ja, Auto abgegeben. So langsam nähern wir uns dem Flug, wenn er pünktlich ist. Ich bin immer wieder überrascht, wie schnell das alles geht. Gerade die gucken gar nicht hin. In Spanien wird jede Antenne bemängelt und so. Hier war gar nichts. Und wir machen immer den Trick, erst Gepäck zum Gebäude, dann Auto zu begeben. Und ich gehe jetzt hier Richtung International and USA Flights und treffe mich wieder mit Katrin und Nils und dann schauen wir mal, ob wir unser Gepäck schon abgeben können. Der Flug ist nämlich erst in 3 Stunden 40 Minuten. Also Zeit haben wir. Schöner Airport.